Ich blende es euch ein, Freunde, in den Schlagzeilen steht es: Geheimes Treffen mit Haaland. Leute, ohne Spaß, das wäre so in der Geschichte des Fußballs, glaube ich, der größte Wendepunkt einer Transferperiode oder eines Transfers generell, weil der ist schon eigentlich mit einem Fuß bei City. Ich weiß nicht, was da passiert. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Haaland zum FC Bayern München, wird es passieren? Wir werden sehen. Ich glaube eigentlich nicht, aber Bruder, was für ein geheimes Treffen. Hat er sich mit Hasan Salihamidžić im Keller getroffen oder was ist da passiert? Und wir haben heute als Gegner Mir San Mir, den FC Bayern München-Fan schlechthin, Steini. Ich bin Bayern-Fan, der Bayern-Fan. Bester Spieler aller Zeiten, genau. Du bist Bayern- und Dortmund-Fan quasi, eigentlich wegen Haaland. Ja, auch, passt. Ja. Leute, wir haben eine Folge auch bei Steini aufgenommen. Link ist in der Videobeschreibung, abchecken. Da geht es auch um eine coole Karte. Müsst ihr auf jeden Fall angucken. Und Steini, Daumen nach oben für den Haaland-Fans. Wäre echt cool, wenn er in der Bundesliga bleibt, müssen wir ehrlich sein. Doch geil. Also ich habe damals gesagt, die Dortmunder sollen sich nicht zu früh von. Der wird nach 2 Jahren nach Bayern gehen. Dann kam das Thema mit Man City. Ich dachte, okay, der wird nicht in der Liga bleiben. Wenn der jetzt am Ende wirklich in München landet, ich weiß es nicht. Schwierig, aber ich glaube, dann geht Lever. Das wär, ich glaube, so Oliver Kahn, sie haben so einen Goldkoffer und die haben den einfach so mal rübergebracht zu Haaland, Familie Haaland, die Familie Erling also Braut. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ja. Aktuell, damals hätte ich mir das, wäre das für mich blind gewesen, dieser Transfer. Ja, ja, ja. Also schon von vornherein klar, der unterschreibt bei Dortmund, der landet bei Bayern. Aber aktuell, ich weiß nicht. Nee, eigentlich bin, nicht. Bin tendenziell mehr Ausland für ihn. Ja, Leute, lasst versuchen, 10.000 Likes auf die Folge zu packen. Transfer-SBB bedeutet, 2 Bayern-Spieler müssen im Team sein, aber wir dürfen auch nur 2 aufschreiben. Plus aber, wir machen danach noch ein Battleship, also Squad-Builder-Battleship-Ründchen. Und ich würde sagen, Stani, Tafel ist drin. Viel Spaß mit deinem Bros-Spieler. Ach, du hältst rein schon direkt? Ja, genau. Ich gehe in der Mitte erstmal, okay? Mitte habe ich Icon. Habe ich eine dreckige Icon. Die ist nämlich eigentlich MS, aber man darf umstellen. Auf eine Position habe ich Dauerglitch. Habe ich links ZOM, Wirtz, rechts. Ach, gehe ich mit dem ersten, mit dem Müller. Mit Thomas. Ich habe Marco Reus, Oedegaard und Brandt. Ho! Ah, schwierig. Gut. Okay, nicht schlecht. Gut. Gut. Dann habe ich linker Stürmerstani. Ich habe Coman. Das ist mein erster Bayern-Spieler. Ach, stimmt, du hast ja auch schon den Müller. Okay. Und mein zweiter Bayern-Spieler ist Schweinsteiger. Und der ist aber der, weiß schon, nicht Bayern-Spieler, aber Bayern-Legende. LOL! Zählt der als Bayern-Spieler? Nein, 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 der zählt nicht als Bayern-Spieler. Ach so, ich wollte schon sagen, Alter, was ist mit ihm los, ey? Ich hab Diaby, ey. Diaby, aber den Coman, natürlich habe ich den aufgeschrieben. Ne? Ja, perfekt. Ja! Torwart, Torwart. Cool, 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 cool. Das Gute ist, wir noch ein Battleship und am Ende wird eh nochmal durchgemischt, aber Leute, nächste 3 Positionen, wir sehen uns gleich. Freunde, wir gehen in die nächste Runde. Und, Steini, ich halte jetzt nochmal für dich rein, danach darfst du aber jetzt sagen, erstmal, was du hast. Okay. Hast du 2 Bayern aufgeschrieben, ja? Ja, ich muss es tun. 2 Bayern sind auf der Tafel und die freuen sich. Das ist natürlich schade für dich. Wirklich? Links gehe ich mit Gündogan. Perfekt. Und rechts gehe ich mit Gündogan. Tolisso. Und ich sorg's doch immer wieder. Wir Bayern halten doch zusammen, Steini. Mir san mir. Ich hab Goretzka und Tolisso. Schade, ich hätte tatsächlich mit Kimmich gehen können, ey, so eine Kacke. Ja, aber ist schwer, gell? Ja, ist schwierig gewesen. Erstmal linker ZM ist kein geringerer als der französische Tchouaméni. Superman, Future Star. In der Mitte haben wir Tolisso. Muss uns bedeckt halten, hoffentlich hast du den nicht. Und rechter ZM, zu guter Letzt, Epic Broso. Der letztens auch wieder ein geiles Tor gemacht. Kannst du alles zocken. Dankeschön. Goretzka, Henderson. Darf kein Bayern mehr aufschreien. Aber ist ja eh vorbei, von daher. Jetzt ist es vorbei. Und jetzt gehen wir, Freunde, zu einer Außenverteidiger. Und da wird es nochmal wild. Aber die kann ich immer nicht, gefühlt. Immer Bronzespieler. So, dann machen wir weiter mit der Außenverteidiger. Du hast bei mir schon einen, ich habe bei dir schon einen. Ich möchte aber noch einen haben. Ja, jetzt wird er gierig. Pass auf, rechter Verteidiger. Habe ich Dumfries nicht, sondern Cuadrado. Ja. Bedeckt halten, Steini. Und links habe ich die Lane oder so heißt der, glaube ich. Lane? Ja, 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 der steht auf deiner Tafel. D-E-L-A-I-N-E. The Lane. Ach, der Leine meinst du? Ja. Ja, ich habe Damian, ich dachte, du nimmst den auch. Mhm. Aber ich bin mit einer Busengröße gegangen, weißt du? Doppel-D, Junge. Den Leine habe ich auch noch aufgeschrieben. Machst du Doppel-D? Doppel-D gut? Doppel-D ist was Schönes. Ja, hatte ich damals in der 6. Klasse eine Freundin und danach nie wieder. Du bekommst jetzt Doppel-T und Doppel-K. Also ich glaube, du hast nicht. Linksverteidiger? Tenei. Und rechts wird es ein bisschen dubios. Dubios. Ich habe Tejes und Kalulu. Schade. Ja, sehr gut. Super, super. Den schreibst du gerne auf, ne? Ist das der von AC? Ja, ja, Rechtsverteidiger, neue Info. Jetzt wird es spannend, Leute. Finale, okay. Wir müssen uns alle ein bisschen beruhigen, weil, Steini, ich habe wirklich jetzt, ehrlich, ein sehr gutes Gefühl, dass ich was bei dir habe. Vielleicht sogar alle 3.
Kann sein, dass ich mir selber in die Einbahnstraße gebügelt habe. Aber mal schauen. Ich gehe auf der rechten Seite. Perfekt, einfach nicht da. Läuft von mir. N. Dicker. Warum? Warum machst du so? Ja. Other side. I go with Cooper. Alice Cooper. And in the goal, ja, den habe ich noch nicht gekauft, gehe ich mit Lori. Hast du gut gemacht. Ramos, Laporte und Soria. Diese spanischen Links genommen, aber... Aha! Und Jungs, im Video, ein Dicker ist nicht mehr Full Cam. Ihr müsst euch hier Tolisso hindenken. Ja, ja. Dann hätte er den Strong Link, auch Müller, aber ich muss halt so dribbeln, irgendwie. Ich habe einen Strong Link von Inter Mailand gebraucht, theoretisch. Aber eventuell auch einen anderen Spieler. Und das ist Cordoba. Der kostet 900k, den habe ich noch nicht gekauft, falls ich den nicht behalten darf. Weil ich glaube, die Chance ist relativ hoch. Und Ibanez haben wir noch in Verteidigung. Und dann noch ein Roma bräuchte ich. Und das ist Rui Patricio. Bitte, Steini. Czesny, der lechte frisch. Ja, geil! Und ich habe mich auf Cordoba gefreut. Also hätte ich den behalten dürfen. Dankeschön. Ja. Meister. Aber noch ist ja nicht vorbei. Ich pack schon das Board weg. Wir gehen ja noch rein ins Battleship. Super toll. Ja, Steini. Battleship Rünchen. Da kennst du dich aus. Hast du oft deine Bronze-Keeper nicht im Tor? Nicht gut, ey. Oder auch deine Keeper generell nicht im Tor? Boah, dann machen wir es so. Komm, du bist der Gast. Du darfst deine Spieler reintun. Und ich gebe dir die 9, 10, 11 von links nach rechts. Ach, ich Idiot. Ich bin das so doof. Ich bin das so doof. Was ist los? Ich habe einfach einen falschen Dings. Ich dachte, er wäre Erste. Ja, Pech. Erst falsche eigene Liga. Blödheit. Ja, falsche ja. Liga. Eigene Blödheit. Scheiße. Ich dachte, ich krieg wenigstens einen Link mit, so, weißt du? So was Dummes. Ja, dann gebe ich dir. Was zockst du nochmal? Zwei Flügel. Rechter, linker Sturm, genau. Links die 4. Links die 4, ja. Und die 1 rechts. Alles klar, dann darf ich Cordoba auch kaufen. Danke dafür, Innenverteidiger. Wow. Ich darf ihn kaufen, Freunde. Darum geht's doch. Das ist doch das Wichtigste. Dann gebe ich dir die 1 und die 6. 1 links, 6 rechts. Mhm. Boah, ich habe das Gefühl, bei mir wird's richtig scheiße. 3 ZMs. 2 links. Ja. 12 in der Mitte. Ja. Und die 11 rechts. Und, die 11 hast du schon, glaube ich. Oder? Nee. 1, 2, 3, 4, 5. Ach so, warte mal kurz. EA, ganz kurz, jetzt bin ich verwirrt gerade. Alter, weißt du, was gerade passiert ist? EA hat einfach mein Cordoba wieder auf die Bank getan und die Elf ist nicht mehr da. Ich glaube, denn da irgendwas... Perfekt. Oh, mein linker Stürmer, wer war denn das? Das war mein Linksverteidiger. Dann, mein Haaland ist weg. Lol, die haben mein Haaland drauf. Mein Haaland ist aber nicht da. Und einfach der Bronze ist dafür. Okay, pass. Okay, du hast gesagt, die Elf, gell, kommt ins ZM, oder? Mhm. Okay, dann hast du, also ich glaube, so müsste es passen, Freunde. EA hat meinen Haaland gefressen und dafür den Brausespieler irgendeinen Sturm getan. Ich weiß nicht, was sie für eine Party feiern. Aber jetzt ist alles gut. Okay, passt. Dann, ja, dann gebe ich... Abwehrkette jetzt. Genau, die Abwehrkette. Steini, linker Verteidiger, machen wir die 7. Rechtsverteidiger, gebe ich dir die 2. Und die Innenverteidigung bilden wir mit der 4 und der 5. 4 links, 5 rechts. 5 rechts oder links? 5 rechts. Okay. Ja. Da bin ich mal gespannt, was du bei mir machst. Du kannst mir Game Changer geben. 1. Ja, 1. Von links nach rechts. 5, 8, 10 und die 9. Und die 9 Rechtsverteidiger. Okay. Da sind schon mindestens meine coolen Spieler drin. 3, 8, 12. Und ich tu dir einfach mal die 12 ins Tor. Ich bin gespannt, hast du deinen Torwart eigentlich drin? Ich hab mich selber gebumst, Alter. Torwart ist drin, ja. Mit den beiden Bronzespielern, ich Idiot, Alter. Könnte ich mich so drüber aufregen, ne? Ich darauf einfach nicht geguckt hab, ey. Ach so, stimmt, das ist gar keine Chemie wegen denen, ne? Ja. Nee, pack die 6 ins Tor. Die 6? Oh, aus den Größen genommen. Ich glaube, der hat auch die meisten Zentimeteranzahl, ja. passt. Freunde, bei ist mir bei dir nicht drin? Ibanez und Funk. Also Funk ist gut, dass er nicht da ist. Bei mir Douglas und Tony. 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 Dann habe ich jetzt Game Changer. 1, 2. Douglas ist halt eklig, dass er nicht da ist. Ich probiere das so. Also mein Team steht. Okay, mein steht auch. Ich habe 54 Chemie. Wie viel hast du? 65, aber falschen Trainer. Moment. Ah, okay, Trainer macht auch nochmal bei mir einen Unterschied. 65 habe ich. 65, alles klar. Freunde, ich lade Stein ein und wir gehen rein. Oh, dear man. Okay, Freunde, wir gehen rein ins Desaster, ins Debakel. Schweinsteiger. Ich hoffe, der Mann macht das vorne. Eine Schwein. Zeig dem Haaland, wie es ist bei den Münchner. Oh. Oh, Braut. Haaland. No. Oh, Referee. Pfeifte. Ich zahle später mit Schwabschplatte. Oh, jetzt aber. Nein. Jetzt aber! Herr Schiedsrichter. Das ist halt der Bayern-Haaland, weißt du? Ich hab den Bayern-Haaland, du hast den Dortmund-Haaland. Nein, ich hab den schlecht. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich glaube, ich verdiene das Spiel safe. Bei Leeds spielt er.
Weil du meintest Bronze. Kein Bronze. Ja, ja. Oh, das ist kein Abseits. Der spielt wirklich bei Leeds. Ja, Mann. Das ist Leeds Torwart Bronze. Ich wette mit. Oh, geht los. Warum? Was willst du verlieren? Ich sag dir, es ist Leeds EV Special Card. Guys, das ist disgusting. Nein! Ja! Ein Beat ist immer an. Wie kannst du so viele Lupfer-Tore schießen? Ich hatte bei dem richtig Glück, dass der so einen Speed aufnimmt. Ich dachte, der pennt ein, der Lupfer. Was ist denn los? Perfekt. Ich sehe es noch, wie du moves. Ich sehe es noch, aber mein Gehirn... Es ist zu langsam. ...hat da einfach keinen Bock. Mann! Aber das kenne ich. Wir sind halt keine 16 mehr. Wie bleibt der denn am Ball? Schweinsteiger. Schwein! Gott, aber du bist meine Hoffnung. Ja. Zwei Discards. Ah, nein. EA, was machst du, Bruder? Was, Bruder? Schweini? Schweinsteiger? No! Glück gehabt, dass ein Torwart nach oben geht. Ah! Kämpf. Willst du dich verarschen? Kämpf. Ach, die Pfeife. Dieses künstliche Scheißsalber. Digga, am Ende waren wir richtig aggressiv. Jawohl. GG. Ein Discard. GG. Man hat immer einen drin, der dir das ganze Spiel versaut, ne? Ich hab umgestellt, Freundchen. Du kannst los hier. Ja, ich bin ja bereit. Hast du umgestellt? Zwei Picks. Dann, ein Pick, gell? Ein Pick. Ein, ja, ja. Okay. Das komische Formation gehabt. 4-3-2-1. Unscheinbare komisch. Position. Welche Position ist unscheinbar? Richtig, der linke Innenverteidiger. Digga. Wir haben es geschafft, super. Es gibt einen Spieler, der kostet knapp 1 Million Münzen. Und der wurde auch mal geschmeidig getroffen. Linker Innenverteidiger, Cordoba, supergeil. 900k kostet der Mann. Was machst du denn da, Alter? Danke, Steini. Du hast einen Riecher. Gegen mich triffst du oft die guten Sachen. Die dicken Fische triffst du. Ich mache ein SPC. Cordoba ist drin. Alle Spieler sind drin. Die werden abgeschickt. Steini, es war mir eine Freude. Leute, wenn es euch gefallen hat. Mir leid, ey. Nicht schlimm. Wenn es euch gefallen hat, Leute, Daumen nach oben da lassen. Cordoba, du bist super. Wir sehen uns vielleicht irgendwann anders. Aber ich wusste, dass das passiert, deswegen habe ich dir ganz viele Kroatien-Spielerkarten reingepackt. Siehst ja. du? Ich wusste es doch. Danke schön. Hey, und check die Folge bei Steini ab. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut's rein und...